So, Freunde, heute im Petto Rakan, der Publikumsliebling. Ihr seid vielleicht taube Nüsse. Da ihr mit Rakan immer sehr weit vorne steht, empfiehlt es sich auf jeden Fall, einen Flash und einen Erschöpfen mitzunehmen. Dazu sei aber gesagt, dass Rakan auch mit einem Ignite super zurechtkommt. Der neue Support Rakan ist super mobil und perfekt für Engages, weshalb in keinem Bild die Items Amulett des Aufstiegs und Befreiungsschlag fehlen dürfen. Weitere Items wie zum Beispiel Solari, Atemsensor und natürlich der gute Sidestone sind in jedem Fall zu empfehlen. Skillen solltet ihr mit Rakan zuallererst die Q, dann die E und anschließend die W. Maxen würde ich an eurer Stelle oder auch an meiner Stelle zuerst die E und als zweites die W. Wie immer gilt, könnt ihr die Ulti skinnen, so tut ihr das natürlich immer. Mit Rakan gibt es zwei gute Mastery-Seiten. Zum einen könnt ihr zum Beispiel auf Kolossus gehen, was euer Engage-Durchhaltevermögen erhöht. Und ihr könnt natürlich auf Windspeakers Blessing gehen, was wiederum eure Heals und Schilde erhöhen. Beides hat seine Berechtigkeit und mit keiner Skillung macht ihr irgendwas falsch. In Runen empfehle ich auf jeden Fall ganz normale Standard-Runen. Also ich persönlich nehme immer in den großen Essenzen Leben mit, in den gelben und in den roten Runen packe ich Rüstung rein und in die blauen Runen packe ich Magic Resist per Level rein. Ja, viele Support-Mains zum Beispiel packen auch ein bisschen AD rein oder ein bisschen Lethality, weil sie immer viel mit den Autotex traden. Ja, müsst ihr aber einfach gucken, seid ihr eher so der passive Support oder seid ihr eher so der aggressive Support. So, Freunde, wenn noch nicht genug hat, dann kann auf jeden Fall sich das Gameplay noch reinziehen. Ich sage euch eins, das ist wirklich richtig gut geworden. Ich bin so ausgerastet mit Rakan. Ja, ich würde mal sagen, ich quatsch gar nicht lange, zieht euch einfach rein. Meine Güte, Freunde, bin ich aufgeregt. Ey, ich kann ja gar nicht sagen, was wir hier als Gegner haben, denn wir haben eine Wayne und eine Xayah. Also natürlich die Frage, ich glaube, die Wayne wird Toplane gehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Wir spielen Rakan Support und schauen einfach mal, wie ich mich hier schlage. Jetzt haben wir sie. Ich glaube, jetzt können wir sie ganz gut traden. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegen wir auch gerade einfach nur auf die Fresse, weil sie so übertrieben stark ist. Ey, wir haben sie so gut gerade getradet, ey. Und dann hauen die hier uns zurück. Das kann ja nicht wahr sein. Oh, nein, das geht wirklich durch, Alter. War das knapp. Oh nein. Och man, jetzt komm schon. Hep! Oh, okay, das war close, aber ich kann ihn nicht mehr beschützen. Nee, das wird nichts. Okay, sehr schön. Gut, okay. Wir haben es wenigstens überlebt. Nein, geh weg. Oh, er sollte weggehen. Das wird er nicht schaffen. Okay. Was passiert hier gerade? Ey, was machen die denn hier für ein Triad am Tower, Alter? Sehr schön von unserem Warwick. Oh, sehr schön gemacht. Okay. Alter, Vater, jetzt war auch gut die Übersicht hier verloren. Okay, erstmal alles ist safe. Jetzt haben sie richtig übertrieben. Der Tower da war absolut zu viel. Obwohl sie zu viel waren, ja. Obwohl der Warwick sogar da war. Das haben sie sogar gesehen. Jetzt haben sie gerade richtig übertrieben. Okay, gut. Jetzt sind wir ganz gut weggekommen. Wir zeigen ihm mal, dass wir wissen, dass sie hier ist. So, jetzt kannst du wieder weggehen. Hallo, Entschuldigung. Oh Gott. Oh, ach, die engagen da. Oh, sag mal, sehr schön gemacht. Guck mal hier. Jetzt kommt mal ran hier, ihr Leuchis. Sehr nice. Das habe ich gar nicht gesehen. Schön noch unter den Tower gegangen. So will ich das sehen, ey. Geiles Team. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, die Ketchup ist leider gestorben, aber wir haben zwei Vereine getradet. Also absolut worth it. Vielleicht kommt hier sogar noch was zustande. Okay. Das sieht gut aus. Der Tower Dive sieht richtig gut aus. Der sieht richtig sneak aus, der Tower Dive. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal back. Die Lane sieht schon mal momentan ziemlich gut für uns aus. Sicherlich die Shyvana 3-0. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die könnte ziemlich gefährlich werden. Midlane gewinnt aber und wir gewinnen unsere Botlane richtig hart gerade. Also das könnte gar nicht so schlecht werden. Allerdings verliert unsere Cassiopeia ganz schön hart, sehe ich gerade. Aber gut, na, ist noch lange nichts verloren. Wir sind eigentlich gerade gut dabei. Okay, jetzt kommt der Engage. Jetzt kommt der Engage. Ich habe zwar den Engage eingeleitet und hoffe, dass wir das hinbekommen. Wissen tue ich es aber nicht. Zack, zack. Und da ist sie gestunt. Es ist so OP. Rakan ist so OP und wir kriegen einfach niemanden, wa? Kriegen wir hier irgendjemand, Freunde? Nee. Oder? Oh doch. Da kommt der Dingens. Wie heißt der Warwick? Das könnte doch hier Schnieke werden. Und das könnte nicht nur, Leute. Das wird auch noch richtig Schnieke. Ja, ich glaube, den Engage habe ich ganz gut eingeleitet. 016 als Support. Jetzt können wir nur den Tower holen. Sehr schön. Ja, das läuft schon mal richtig gut. Ja, das läuft schon mal richtig schön hier. So stelle ich mir das vor. Ja, das ist die Botlane, die ich nie habe. Nein, okay, Spaß Seite. Ja, ich habe ja auch manchmal gute Botlane. Ich bin immer so ein bisschen abwertend gegen die Botlane. Ja, dabei weiß ich, dass wirklich die Botlane schwer ist. Ja, ich weiß es, Leute. Also, versteht mich nicht falsch, Freunde. Da braucht jemand Hilfe. Oh nein. Warte, ich rette dich. Oh, und ich hab sie gerettet, Leute. Ich hab sie gerettet. So, noch ein Pink Ward. Als nächstes Item holen wir uns auf jeden Fall Befreiungsschlag. Oh gut, da kommt schön die Ulti. Ja, gut. Vielleicht hätte ich gerade nicht weggehen sollen. Das war ein bisschen blöd von mir. Jetzt haben wir den Dragon verloren, aber wir haben drei Leute für einen Dragon. Ich würde mal fast sagen, ist worth it. Ja, unser Dr. Mundo hat gerade 3 Kills bekommen. Der hat sowieso 6 Kills. Ich denke mal, das war worth it. Oh, was geht denn da oben ab? Was geht denn da oben ab, Freunde?
Ah, ich brauche mega lange, bis ich da bin. Aber unser Mundus hier, unser Mundus hier. Okay, Leute, das kann nur was Gutes werden. Das kann nur. Okay, das wird schlimm. Oh Gott, das wird richtig schlimm. Oh Gott, das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Eieiei, das ist nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich lebe. Oh mein Gott, wie habe ich das denn überlebt? Alter, unser Mundo, komm schon, Junge, komm. Ich würde dir gerne helfen, Digga, aber dann. Oh, okay, nee, dann bin ich tot, Digga. Egal. Ich habe überlebt. Das ist schon mal. Das ist schon mal nicht die Hauptsache, aber das ist schon mal gut. Das ist okay. Okay, jetzt the chase on, guys. The chase is on. Ja, wusste ich doch, dass sie herkommt und ich bin tot. Super. Super gemacht. Eieieiei. Das war wirklich ziemlich close. Ah, der Mundo zieht es hier durch mit seinen 7-4. Ah, den kriegt einfach keiner mehr down. So ein Scheiß-Tank kriegst du irgendwann nicht mehr down. Also zumindest im Midgame, ja. Wayne ist natürlich mega gut gegen ihn, aber sie macht einfach noch viel zu wenig Damage. Oh Gott. Leute, was macht er denn da? Was macht er denn da wieder für Bullshit? Oh! Hi! Na, wie geht's dir? Alles gut so? Ja, also mir geht's auch gut, ne? Wie geht's deiner Tochter? Ja, der geht's natürlich auch richtig. Alter, die macht ja richtig viel Damage. Guckt euch mal an, wie OP dieser. Ah! Und da habe ich den Kill bekommen. Guckt euch mal an, wie OP dieser Champ ist. Der shreddet mich da einfach runter. Aber gut, okay, sie ist eine Carry, sie hat 6 Kills. Ja, ist ja irgendwo klar, dass sie so viel Damage macht. Ist ja in Ordnung. Na, soll sie machen. Ja, okay, anscheinend engagen wir, aber wir engagen anscheinend nicht alle. So, du bist gescharmt. Ey, ich sag's euch, Rakan ist so OP. Rakan ist so OP. Ich bin tot. Nein, sie hat den Pfeil noch rausbekommen. Sie hat den Pfeil wirklich noch rausbekommen. Okay, sehr schön. Aber ich würde mal sagen, 4 für 2. Absolut worth it. Ah, das war ganz gut. Schöner Engage. Ah, haben wir gut gemacht. Ja, gut. Den Farm könnten wir uns jetzt natürlich genehmigen. Aber wir lassen ihn natürlich für die Miss Fortune. Ist ja klar, ne? Ja, wir sind ja der Support. Auch wenn es etwas ganz Neues für mich ist, müssen wir das natürlich akzeptieren, ja. Also schämen wir sie schön, damit sie 0% an Leben verliert. Und dann ist alles gut. Okay, wir werden gesehen. Wir werden gesehen von der Xayah und von der Lulu, die hier sind. Oh mein Gott! Oh mein Gott, der Red hat ab 7 HP resettet! Was sind das denn für Nuggets, bitte? Und Leute, das fühlt sich richtig komisch an, auf der Support-Position zu sein. So eine, nur eine unterstützende Rolle einzunehmen. Das ist irgendwie ungewohnt. Aber ich weiß, dass ich wichtig bin fürs Team, ja? Darauf kommt's an. Okay, wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein. So, Wayne ist gecharmt. Ich bin gleich tot. So, Befreiungsschlag ist an. Befreiungsschlag ist an. Zack, getowerdived, erschöpfen rauf, sehr nice, Alter. Das war mal ein guter Engage. Ich muss sagen, Leute, ich bin stolz auf meine Engages, ja, die habe ich bisher echt nicht missplayed. Und ich bin sonst wirklich nicht so gut im Engagen, ja, aber die gelingen mir heute ganz gut, sehr schön. Jetzt können wir natürlich das Blue machen, Blue. Jetzt können wir natürlich den Baron machen, dann können wir das, denke ich mal, langsam runterpushen. Ja, Props gehen raus an Übelkeit und Kudos. Nebenbei erwähnt sind meine Premates. Vielleicht wissen das einige von euch, wenn man mal so meine Freundschaftsliste sieht, ja. Ich wollte jetzt bloß nicht so ein Gameplay mit denen zusammen aufnehmen, weil sie richtige Bastard. Alter, Junge, wie ich hier hin und her springen kann. Leute, bitte, wenn ihr nichts könnt, so wie ich, dann spielt ihr einfach Rakan und ihr könnt was. Oh, sehr schön. Unsere Cassiopeia hat die Wayne rausgenommen. Jetzt können wir natürlich wieder Faxen machen, weil wir 4 gegen 4 sind. Ich glaube, 4 gegen 4 haben wir schon die besseren Chancen. So, hier wird geengaged, Jungs. Hier wird geengaged. Sehr nice. Oh, ich liebe dieses Team, Leute. Die sind echt richtig kompetent hier. Diese Boys sind richtig kompetent hier. Na komm, den holen wir. Oh, Alter, ist die schnell. Ja, ich mache jetzt nicht so viel Damage an dem Hibitor. Ist das... Ey, und die chasen die bis... Bis nach Timbuktu chasen die zurück. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Na, sehr schön. Einfach nur sauber runterpushen. Ja, das ist das Wichtigste. Einfach nur sauber runterpushen. Wenn man die Möglichkeit dafür hat, gar keine großen Fights eingehen. Irgendwie alles avoiden. Oh. Alles avoiden, was man kann, ja. Und einfach nur chillen. Ja. Einfach nur sauber runterpushen, die Sache. Eieiei, das geht nicht gut aus. Nein, das geht nicht gut aus. Und ich springe 3 Kilometer weit. Ich springe einfach 3 Kilometer weit. Es ist doch nicht mehr witzig. So, okay, ich mache mich mal vom Acker. Oh, das ist nicht gut. Ich hätte nicht reingehen sollen. Der Warwick hat mich greedy gemacht. Oh nein, doch nicht. Okay, ja, jetzt bin ich ja richtig greedy geworden. Ah. Okay, der könnte, glaube ich, doch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Nur so ein bisschen Hilfe. Wenn ich nur ansatzweise rankommen würde, ja, dann würde das wahrscheinlich schon reichen. Okay, sehr schön. Ah, Mann, scheiße, unser Miss Fortune ist schon wieder tot. Wir müssen echt langsam anfangen zu groupen, damit wir müssen jetzt eigentlich nur noch Top holen, ja? Wir müssen einfach nur noch Top holen, weil dann haben wir es ja. Es gibt nicht mehr zu holen außer Top Lane. Oh Gott. Oh, oh, die Dinge, das habe ich ja gar nicht gesehen. Die habe ich ja überhaupt nicht gesehen, die Cassiopeia. Sehr nice.
Und damit dürfen wir es haben. Ja, damit haben wir es gecarried. Sehr schön gemacht. Jetzt finde ich einfach weg in. Oh nein, Alter. Ja, die besiegen uns. Die besiegen uns. Die besiegen uns. Und rauf hier, rauf hier, rauf hier. Go, 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 go. Ja, da hat sie. Mit den Stun-Erfolgen hat sie nicht gerechnet. Tja, liebe Wayne. Ja, kannst du mit jemand anders machen, aber nicht mit dem Rakan Main. Ja, nicht mit dem Rakan Main hier. Oh, sehr schönes Game. Ja, ich bin auf jeden Fall richtig zufrieden. Es hat sogar richtig Spaß gemacht, als Hopper-Position zu spielen. Okay, Freunde. So, ich hoffe, ich konnte euch Rakan ein bisschen näher bringen. Ja, wie gesagt, denkt dran, es ist ein Guide, es ist eine Übersicht. Jedes Spiel ist natürlich spezifisch anders aufgebaut. Es gibt einen anderen Champion-Spiel, bla bla bla. Ja. Aber ich hoffe, ich konnte euch eine grobe Übersicht geben, was man mit Rakan alles machen kann. Und ich würde mal einfach sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.